Ja, hallo Hobbymaniacs, hier ist wieder euer Lord. Willkommen auf meinem Kanal. Und wie versprochen, gibt es im neuen Jahr endlich die Isuldram zu basteln. Ihr seht schon mal meine erste, die ich gebaut habe. Die ist noch nicht ganz fertig, also wie ihr hier seht, fehlt das Hauptgeschütz. Da habe ich leider noch keinen. Ja, wie soll ich sagen, keinen Ersatz gefunden, der mir wirklich gefällt für das Hauptgeschütz, also für die, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die heißt, es ist auf jeden Fall ein Melter, so ein Riesenmelter. Und ja, wie gesagt, da habe ich noch nichts gefunden, aber das wird schon irgendwann mit der Zeit mal werden. Ja, also so sieht sie von oben aus, mit ein paar Bits verschönert. Das ist die Seite. Das sind die Missiles oder Raketen vom von einem Landspeeder, von einem alten. So, von hinten. Das sind die Triebwerke von einem anderen Modell, von einem Revell-Modell. Hier oben zwei, hier eins, hier nochmal zwei ganz kleine. Ups, so, hier nochmal zwei ganz kleine. Ja, so sieht das dann von unten aus. So, wie habe ich das gemacht? Als erstes braucht ihr die Templates, also die Zeichnungen, wo alle Teile eben drauf abgebildet sind. Und das findet ihr ganz einfach. Und bei Google gebt ihr einfach ein Cestus Isuldram von den Salamanders. Entschuldigung, PDF, und dann findet ihr das Dokument. Falls ihr Probleme dabei habt, sagt mir einfach Bescheid, schickt mir eine Nachricht und dann schick ich euch den Link. Das ist kein Problem. Ja, das sind ein Haufen Papiere, wo so ziemlich alles abgebildet ist. Davon werdet ihr nicht einmal die Hälfte brauchen. Also das hier alles, das brauchen wir alles nicht. Das ist alles nur Erklärungen und Feinheiten. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Da fangen wir an. Das brauchen wir. Okay, das ist falsch rum ausgedruckt. Das leider auch. Das hier werdet ihr brauchen. Das ist nämlich hinten. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir wieder. Das nicht. Das brauchen wir wieder. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir wieder nicht. Das brauchen wir. Das schauen wir mal. Das werdet ihr auch brauchen. Das wieder nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Okay, das ist besser. Ja, so, das war's. So, die brauchen wir, den Rest brauchen wir nicht. So, fangen wir mal an. Also, das hier braucht ihr, das sind die Flügel. Das ist ganz wichtig. Allerdings müsst ihr die hier auseinanderschneiden, weil es gibt ja den oberen Teil und den unteren Teil. Die sind ja nicht gerade, sondern der untere Teil geht schräg weg und der obere Teil ist gerade. So. Also das ist schon mal ganz wichtig. Das braucht ihr zweimal. Das habt ihr da schon. Das reicht. Ich allerdings, ich brauche es viermal, weil ich zwei davon bauen will. So, weil ein Kumpel von mir, der braucht es nämlich auch, ein Hobbykumpel. Hier habt ihr nochmal die Vorderseiten, die Türen, die braucht ihr. Ich mache das anders, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Das ist jetzt, sieht man hier besser. Hier das Teil ist das hier in der Mitte. Das große hier. Und das hier ist das kleine hier außen. So,
Am besten, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, was wohin gehört, schaut bei Forge World vorbei, schaut euch die Bilder von der Soul Tram an und dann seht ihr auch genau, wo was hingehört. Hier sind aber auch Nummern. Hier stehen überall Nummern. Und ganz am Anfang diese Bilder, wo ich gesagt habe, brauchen wir alle nicht. Da wird genau gezeigt, welche Nummer wohin gehört. Also es ist wirklich idiotensicher, es ist eigentlich gemacht. So, das brauche ich. Das sind die großen Teile. Das habe ich so gemacht. Und zwar habe ich mir hier Glätzer ausgesägt. Das ist MDF. Das sind zwei Platten aufeinander geklebt und die ergeben dann später hier die Teile. Da wird einfach, da schneide ich das einfach aus. Allerdings passt die auf. Da gibt es nämlich einmal dieses lange und einmal dieses kurze Teil. Ihr braucht das kurze Teil. Das lange Teil ist das, wo hier nochmal umgebogen wird, das ist nämlich die Schräge hier. Ja, also vorsichtig sein. Das seht ihr aber auch hier, dass es die Schräge ist. Okay. Ja, ich habe schon ein paar ausgeschnitten. Ein paar Sachen, die ich brauche. Hier zum Beispiel ist das große Teil. Das klebe ich einfach hier drauf und werde dann daraus die Teile raussägen. Ja. Wie gesagt, am wichtigsten sind erstmal die Templates. Und es kommt natürlich auch darauf an, aus welchem Material ihr das machen wollt. Wollt ihr das aus Holz machen, so wie ich? Oder wollt ihr es aus Pappe machen, weil das ist ja eigentlich ein Pappe-Modell. Die Templates sind eigentlich dafür gedacht, dass man das eben aus Pappe macht. Kann man auch machen, natürlich. Ich finde es halt eben, Pappe ist halt einfach nicht so stabil. Wenn du Holz hast hier, da kann nichts passieren. Ne? Also das kann auch mal runterfallen oder was. Ne? Könnt ihr wieder dran kleben, wenn was abfällt oder was. Also da kann nichts passieren. Deswegen mache ich das lieber aus Holz, da gehe ich auch nochmal sicher, weil da steckt ja dann auch am Schluss ein paar Stunden Arbeit drin und dann ärgert man sich ja bloß am Schluss, wenn es wieder kaputt geht, nur wenn man mal festdrückt oder so, wenn es aus Pappe ist. Aber wie gesagt, das überlasse ich natürlich euch. Genauso könnt ihr auch Styrodur dafür nehmen, könnt ihr ja genauso hier die Maße abnehmen, wie groß, wie breit dann die Teile sein müssen. Die könnte dann mit diesem heißen Draht, könnte das ja auseinanderschneiden, ganz gerade, ganz exakt, die Styrodurteile. Ja, daraus kann man das auch machen. Die Kleinteile und die Flügel und die Verzierung hier an der Seite und alles, mache ich persönlich aus auch wieder aus MDF. Und zwar aus einer 3mm Platte. Die steht hier. Das war früher mal die Rückwand von einem Schrank. Also Materialkosten 0. Die habe ich mir geschnappt und da werde ich dann einfach die Blättchen draufkleben und wenn der Kleber getrocknet ist, kann ich das ganz einfach an einer Dekopiersäge schön ausschneiden. Dann eben noch ein bisschen abschleifen, damit alles schön gerade ist und schön smoothie und dann passt es auch schon. Ja, und ja, viel mehr kann ich euch jetzt im ersten Video noch nicht sagen. Als nächstes, wie gesagt, werde ich die ganzen Sachen ausschneiden, werde alles soweit vorbereiten, damit wir anfangen können mit dem Zusammenkleben mit den
Holzteilen. Also jetzt geht es erstmal nur um die Holzteile, die eben zusammenzuschneiden, zuzuschneiden, mit Schleifpapier zu bearbeiten, damit die Kanten ein bisschen gebrochen sind, damit alles schön aussieht und sich auch schön anfassen lässt. Ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im zweiten Tutorial Let's Build für die Assault Ram wieder und dann machen wir an den Holzteilen weiter. Bis dann, euer Lord.